Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, und heute sieht alles wieder schick aus, so wie sich das gehört hier. Meine Güte, ich sag ja, Windows 11, ne? Aber ich habe schon gelesen, ich bin Gott sei Dank nicht der Einzige mit dem Problem. So, wir gucken einmal kurz auf die Karte. Wir sind jetzt hier an der Stelle und wir fahren hier runter bis zum nächsten Fotopunkt. Das sollten wir heute auch schaffen. Der ist hier, ja, in Karpaten City. München, Stuttgart, da oben ist nichts weiter mehr, ne? Das sehen wir dann aber später irgendwann mal, wenn hier irgendwo was übrig geblieben ist. Das gucke ich dann in Ruhe durch. Hier in Prag ist zum Beispiel noch einer. Da müssen wir mal schauen, da könnten wir hier nach dem zum Beispiel, könnten wir noch nach Prag fahren. Und hier oben bei Warschau ist noch einer. Rest gucke ich später. Und was ich gesehen habe, da werden wir dann aber wahrscheinlich irgendwie hin teleportieren. Bei Neapel ist noch einer. Den stecken wir uns hier mal mit an. Das ist sowieso die Frage, wo wir da wieder hinkommen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin, dass wir den von hier aus fotografieren. Das müssen wir mal schauen. So, jetzt hätten wir wieder 4000 Kilometer auf der Uhr. Ups. Ich habe ihn doch angemacht. So, genau. Dann machen wir mal weiter. Mann, was habe ich letzte Nacht schlecht geschlafen? Das ist unglaublich. Ich weiß nicht warum, aber es war nicht schön. Ja, so sieht das wieder schön aus hier. Es kam mir gestern schon so komisch vor, als wir den einen LKW überholt haben und die Texturen so schwammig waren. So muss das sein und nicht anders. Guck mal, da fühlt man sich doch wirklich, als wäre es das richtige Leben. Ich denke mal, mit so einer VR-Brille wäre das noch interessanter. Es gibt auch welche, aber da ist immer so die Sache Anbindung an den PC und so weiter und so fort. Und ach, ja. Ich, wie gesagt, ich würde es gerne mal testen, aber mir da jetzt für 400 oder 500 Euro so eine Brille zu kaufen, nee. Das ist es mir dann doch nicht wert. Dann eher so ein Head-Eye-Tracker, der dann so ein bisschen die Kopf- und Augenbewegungen nachvollzieht. Oh. Warum hat der eigentlich Warnblinker an? Guck mal, die war noch gelb. 700 Ocken. Für eine gelbe Ampel. Unglaublich. Heute versuche ich aber wirklich in der Spur zu bleiben, weil wie gesagt, wenig Schlaf in der letzten Nacht, heute ein bisschen Kopfschmerzen. Ich habe heute auch nicht viel gemacht, außer vorgefertigte oder vorproduzierte Videos hochzuladen. Und das war es dann auch schon. So.
Nächste Tunnel. Ja, mit dem Schalten, das klappt mittlerweile auch blind tatsächlich. Cool. Ja, man gewöhnt sich dran, ne? Und ich finde, jetzt so mit Kupplung und so weiter, das macht noch mehr Spaß. Auch wenn die LKW heutzutage, glaube ich, gar nicht mal mehr eine Kupplung haben. Großartig, das alles Automatik. Entschuldigung. Eieiei. Irgendwas ist da vor uns. Alter, diese blöde. Muss mal versuchen, ihn abzuschütteln. Da ist er. Kannst du haben, Kollege. Schenke ich dir. Das war jetzt wieder ein blendendes Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Hier machen jetzt diese kleinen Aufteilungen der Gänge Sinn. Ist das hier so eine Auslaufzone? Nee. Okay. Eine Abkürzung. Für was auch immer. Ist eine alte Straße, oder? Sieht so aus. Irgend so ein Kiesweg. Man weiß nicht, was sie hier gebaut haben. So. Wie war das? Wir wollten heute noch einen Fotopunkt erreichen, ne? Je nachdem. Ihr seid alles Helden. Kerl, warum rappelt denn das Lenkrad so? Himmel, ah, und Zwirn. So, lassen wir uns mal rollen, wa? Ich höre übrigens nichts von der Motorbremse. Das ist eine Aussicht hier, das ist Wahnsinn. Du fahr doch, Mann, und bleib nicht noch stehen, du Flötenheini. Ich fahre heute, ja, ich sag ja übermüdet. Das trifft's, glaube ich, ganz gut heute. Und dadurch ein bisschen übermütig oder keine Ahnung was.
werde auch dieses Video gleich nur noch rendern und dann war es das. Soll nicht heißen, dass es keinen Spaß macht, nur ein bisschen wacher wäre schöner. Hätten wir geradeaus weiterfahren können? Nee, war. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas mit der Lenkung, was die mit diesem Update geändert haben, weil das Lenkrad flattert öfter, obwohl es so eingestellt ist, dass eben die Motorvibrationen sich nicht aufs Lenkrad widerschlagen. Das ist nämlich der Punkt. Das kannst du im Force Feedback einstellen, Motorvibrationen, inwiefern sich die auf das Lenkrad auswirken sollen. Und das ist auch das, was hier rappelt nach dem, zum Beispiel teilweise bei dem Wiedereinkuppeln. Das steht bei mir grundsätzlich auf 0, das heißt, es soll überhaupt nicht angezeigt werden. Und er macht es trotzdem, aber ich denke mal, das ist irgendwo ein Programmierfehler in der Software. Das ist dann so dieses Rappeln, was ihr zwischendurch mal seht. Hören wahrscheinlich nicht, aber ihr seht es. Hier jetzt zum Beispiel wieder, wenn ich das mal loslasse. Seht ihr das? Vielleicht hört ihr es auch. Das musste ich jetzt mal so machen. Weil da war kein Seitenstreifen. Wir wollten heute noch einen Fotopunkt erreichen, ne? Wird das jetzt immer mal langsam Zeit. Ich werde gleich echt ins Bett gehen und dann den Schlaf des Gerechten schlafen. Wir haben 22.15 Uhr, gute Zeit dafür. Heute mal keinen Mittagsschlaf gemacht, genau aus diesem Grund. Ja. Warum ihr hier stehen geblieben seid, das könnt ihr mir auch nicht erklären, wa? So, es geht bergab. Und ist eine Mautstation. Was? Fahrzeugüberprüfung? Okay.
Hör mal, wenn das Navi mich hier durchleitet, ne? Leckt mich doch an die Füße mal, ganz ehrlich. Außerdem, was soll ich gewogen werden? Ich habe eh nichts geladen. Aber ich habe so ein bisschen das ganz blöde Gefühl, wir werden den Fotopunkt heute nicht mehr erreichen. Und müssen uns einen Parkplatz suchen. Ich glaube, das ist erstmal die Schwierigkeit. Da haben wir natürlich 14:31. Das heißt, 9 Stunden. Wann werden wir wieder wach? Richtig, mitten in der Nacht. Aber da können wir im Zweifel, weil wir keine Fracht geladen haben, die wir ausliefern müssen, da können wir dann im Zweifel zweimal schlafen. Junge, fahr doch. Ich finde das immer herrlich. Suchen Sie eine Parkmöglichkeit. Ja, aber wo? So. Ich meine, ein Parkplatz wäre ja ganz niedlich mit, auf dem man schlafen könnte, aber woher nehmen, wenn nicht stehlen, ne? Die werden müde, sagt er. Na. Der kennt mich aber genau. Apropos, ein Großteil von euch da draußen guckt immer noch ohne Abo. Es kostet euch nichts. Klickt auf den Abo-Button, klickt auf die Glocke, beziehungsweise aktiviert die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es neue Dinge gibt. Lasst einen netten Kommentar da, lasst ein Däumchen da. Stellt Fragen. Wer beleidigt, fliegt. Aber das mache nicht ich, das macht YouTube von allein. Das passt schon. Ich habe jetzt das Problem, es gibt keinen Parkplatz. Ganz blöd. Ja, ich weiß. Aber wenn kein Parkplatz da ist, ich kann letztendlich keinen schnitzen. Das ist doch mal der Punkt. Wir sind aber wieder, erwarten schon bei 20 Minuten, liebe Leute. Was ich heute eigentlich gar nicht vorgehabt habe. Ich bedanke. Ach, Tafel, bis zu dem fahren wir. Komm. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich ausgepennt habe. In diesem Sinne bedanke ich mich aber schon mal bei euch fürs Zuschauen und freue mich selbstverständlich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und dann werden wir wahrscheinlich oder vielleicht auch unseren Fotopunkt erreichen. Der kann so weit eigentlich gar nicht mehr weg sein, aber System sagt, du musst schlafen. Also werden wir jetzt erstmal hier pennen. Das können wir hier machen.
Genau. Und in diesem Sinne, ciao, ciao, bis morgen. Macht's gut. Tschüss.